Mein Name ist Annette Pomp und ich lebe seit fast 20 Jahren auf dieser Insel, die ich mir auch ganz bewusst ausgesucht habe als Ort, an dem ich leben möchte. Zu dem Zeitpunkt 1989, als die Wende stattfand, war ich gerade in San Francisco und habe das am Fernseher verfolgt. Natürlich hat es mich extrem berührt und ich war ja emotional voll dabei, obwohl ich so weit weg war. Aber so ein Gedanke, den ich als allererstes hatte, war, ja wunderbar, da ist die Mauer weg. Dann gibt es ja noch ein Land, wo man jetzt hinreisen kann. Ich fand ja nach der Wende diese Aufbruchsstimmung so ganz besonders spannend. Ich bin ja 1990 direkt von San Francisco nach Ost-Berlin gezogen. Und das war einfach die Zeit, wo die ganzen illegalen Clubs aufmachten, wo eine Galerie nach der anderen eröffnete. Und ich war da als Student so mittendrin in dieser Zeit. Das war für mich so ein ganz, ganz großer Abenteuerspielplatz. Und diese Aufbruchsstimmung, die ich da in Berlin erlebt habe, die habe ich dann auf Rügen genauso empfunden. Ich bin ja dann nach 5 Jahren in der Großstadt dann in ein ganz kleines Dorf gezogen. Aber in diesem Dorf leben Menschen, die auch aus allen Teilen der Republik kommen, Ost oder West, und die jeder für sich auch so viel mitbrachten und das dann auslebten und aufgebaut haben. Also es sind lauter Kreative in meinem Umfeld, und das symbolisiert auch so die Insel Rügen für mich, dass jeder dort wirklich so sein Leben aufbauen konnte, wie er das sich vorgestellt hat.